Wir machen jetzt Nudeln und Bohnen. Also Nudeln und Bohnensalat. Dazu braucht man Weizengrieß. Diese Nudeln, die haben wir schon im Topf. Bohnen. Eine Dose. Eine Zwiebel, oder? Eine rote Zwiebel nehmen wir immer. Ein bisschen Butter. Maiskeimöl. Ja. Und Essig. Öl rein. Das glaube ich überall, welches ist, oder? Ja. Und nicht nur eine Minischicht, so dass so wie ein Weizengrieß ungefähr so das. Das gebe ich rein. Alles auf einmal? Ja, ja. Und das sollte es eine richtig schöne goldene Farbe kriegen, oder? Ja. Bisschen mehr Öl, wenn es sollte richtig alles im Öl sein. Kannst du noch ein Öl dazu geben? Was hört man das? Du hast mir ja gesagt, du. Ja, ja. Kann der auch leicht anbrennen? Ja, der kann leicht anbrennen. Muss wirklich, darf man keine Minute ausgenommen lassen. Aber 3 Sekunden schon. 3 Sekunden schon. 1, 2, 3. Ja. Ah! Angebrannt! Ah! Nein. Isst du die gern? Richtig. Nudeln und Bohnen. Natürlich. Ja, das ist eine Mannersdorfer Spezialität. Da muss man hier auf die Welt gekommen sein, glaube ich. Bin ja auch nicht genau hier auf die Welt. Ja, aber hier aufgewachsen. Ja. Hey, immer sehr, sehr schwierig. Der geübte Goldmacher. Gut, gibt auch Leute, die das mit Brösel machen. Wir machen es mit Grieß. Wir haben es von meiner Oma, von der Tilly ihrer Oma, mit Grieß gelernt. Also du. Ich ja. Da will uns das von mir auch mit Grieß. Ja, gibt da auch Leute, die das mit eingebrannten Bohnen machen, wie es ist mit Bohnensalat. Ja, wir geben dann auch immer noch Wasser dazu. Was glaubst du, wie man das macht? Damit das abkühlt. Ja, aber dass der Grieß ein bisschen mehr, ja. Der ist jetzt relativ hart. Aber, ja, damit halt das, wenn die Grieß halt Gefühle hätte. Ja, was wäre dann? Ja, dann wäre ja bei sowas Harten sicher. Also bei sowas Heißem sicher hätte sich dann abgehärtet. Genau. Wenn er so braun ist, dann hätte er sich abgehärtet. Genau. Dann gibt man das Wasser dazu, dann enthärtet er sich wieder. Gut. Ja, genau, so schön braun lassen. Und jetzt muss er ganz vorsichtig setzen, wir brennen da irrsinnig schnell an, wenn man jetzt an Ort geht. Ich finde, der ist jetzt schon richtig goldbraun. Das kann man im Prinzip abdrehen. Abdrehen, darf ich? Ja, hier ganz rechts. Und jetzt das Wasser rein. Nicht erschrecken. Explosion! Ah, genau, richtig. Super. Die ganze Küche explodiert. Das. So ist egal, genau, das. Wir brauchen noch ein paar Minuten extra. Ja, für die, die es nicht so gern haben. Mhm.
Was gibst du da bei Butter rein? Kannst du die Löffel drin machen? Da ist ja nur Weizen drin. Genau. Wie ist der denn? Okay. So. Mehr. Butter, ohne Butter geht gar nichts. So. Und da haben wir das. Dann haben wir so viel. So viel? Doppelt. Kann man auch. Butter nach Geschmack, mehr Butter ist besser. So, ein halbes Löffel von dem Salz. Also. Ja, lieber mal so, man kann ja dann immer noch mehr essen. So. Aber die liegt mir nicht. Ja, das passt schon. Ja. Was? Rein damit. Halben Löffel. So. Perfekt. Sagst du? Ja. Wer weiß? So, Lala. Jetzt machen wir noch den Bohnensalat. Den kann ich. Auch ein schwieriges Rezept. Ganz schwierig. Aber woher? Ja, zwei davon. 20 Milliliter. Ja. Lass mal auf, ich glaube, das kann sein, dass wir noch mehr brauchen. Essig. Auch ein bisschen Salz, eine Prise. Na, bis mehr. Eine Chili-Prise, also. Nein, auch mehr Salz. Also man kann auch mehr Salz nehmen. Ein Rapsöl zu haben. Hoppala, nichts passiert. Nichts passiert. Alles schwimmt. Okay, wie viel? Auch wieder 20? Ja, kann man machen. 30? Nö, 20 passt. Das passt schon. 20? Einmal 10 Milliliter, 20 Milliliter. Gut, dann jetzt zuschrauben, wenn du sagst zu mir. Ja. Und dann. Was fehlt denn für Bohnensalat? Ich komme nicht auf die Bohnen. Hab so meine Schwierigkeiten. Natürlich Bohnen. Bohnensalat ohne Bohnen. Ergibt das Sinn? Wenn man es nicht verträgt oder nicht mag. Dann ist es kein Bohnensalat. Okay. Dann ist es Zwiebel, Essig, Salz, Rapsölsalat. Klingt auch gut. Gut. Dann eine. Nur eine Dose mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Früher haben wir immer weiße Bohnen genommen, ich finde die schmecken viel besser. Ja. Gut, und was jetzt noch dazu kommt? Hab ich das denn schon mal mit weißen Bohnen gegessen? Weiß ich nicht. Und dann ganz wichtig, heißes Wasser. Heißes Wasser. Nur wie viele Milliliter? Oh, schon fast eine Tasse voll. Fast eine Tasse voll. Dann mach ich mal so. Gib mal nicht alles rein. Ja, stopp. Dann mach mal eine halbe Tasse. Ja, für die halbe Tasse. Dann haben wir irgendwann eine. Und ich persönlich, ich liebe ja den Saft. Was? Ich persönlich liebe ja den Saft. So viel Saft ist sicher immer. Doppelt so viel Saft ist immer auf einem. Genau. Jetzt schauen wir mal. Teller. Passt. Ja. Wer weiß. Passt. Und das Wichtigste ist jetzt? Böhnchen noch. Das Wichtigste ist jetzt, wie isst man das Ganze? Kann nicht jeder. Das ist nämlich. Mach eine kleine Bank, genau. Na, lass es mal schon. Ja. Halb so viel, wie ich sonst bei denen esse. Na, ich esse ja mit. Und alles zusammen. Das ist das Wichtige dran. Nicht einzeln.
Genau. Also kann man auch machen. Ist dann aber auch wieder falsch. Nein, ist es nicht. Ach. Jeder kann machen, wie er meint. Aber wir machen es so. Und wie es wir machen, ist richtig. Genau. Es ist nicht falsch, wie es die anderen machen. Nur wie es wir machen, ist richtig. Genau. Hier spricht ein wahrer Liberaler. Ein bisschen mehr Salz viel zu tragen, aber es ist ja. Kann man ja machen. Vielleicht mag ja jemand nicht so viel Salz. Kann ja auch sein. Also das ist die Mannersdorfer Spezialität. Kommt aus Mannersdorf. Mahlzeit und sehr schön gekocht.